Ja, halt nur die Binärschreibweise gewesen. Und was mich immer ein bisschen gestört hat, was mir richtig Kopfzerbrechen gemacht hat, ist, was ist denn eigentlich jetzt mit den Words? Also es wird immer, hier wird jetzt zum Beispiel von der Byte-Adresse gesprochen und es ist immer in Blocks und Sets und Words und das sind so viele Wörter und in jedem Buch steht es anders und ach, keine Ahnung. Jedenfalls für diese Aufgabe war das Word eben nicht so wichtig und ich würde sagen, ich radiere das kurz hier weg. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Platz, den lasse ich mal da. Und wir nehmen mal schwarz, genau. Was wir jetzt hier haben ist, wir haben einen Block, der hat 16 Bytes. Und ist, wie gesagt, es geht ja um die Words, das heißt, wir schreiben hier mal kurz Word hin. Auf Deutsch übrigens Wort. Ich vermeide meistgehend die deutschen Bezeichnungen, weil wenn man irgendwas sucht, hat man meistens eh nur englische Literatur. Das Problem am Word ist, dass es eigentlich keine feste Einheit ist. Das heißt, wenn man einen 32-Bit-Prozessor hat, ist das Word 32-Bit lang. Beim 64-Bit-Prozessor ist das Word 64-Bit lang. Man weiß es nicht, es ist alles irgendwie nicht festgelegt, habe ich festgestellt. In den Uni-Aufgaben oder sowas ist bei Words meistens die Rede von einem 32-Bit-Word. Davon kann man in der Regel ausgehen. Und wir gehen jetzt hier auch mal von einem 32-Bit-Word aus. Ein 32-Bit-Word, das bedeutet, wenn man das umrechnet, sind das 4 Byte für ein Word. So, und wir haben insgesamt 16 Bytes. Haben wir hier schon festgelegt, das sind 16 Bytes hier. Und das heißt, wir haben, wenn wir jetzt die 16 durch die 4 teilen, das heißt, das hier sind 4 Words. Wenn wir 32-Bit-Words haben. Deswegen teilen wir jetzt unten diesen Block hier uns mal in 4 Words ein. Und wenn man irgendwelche Bücher liest und Adressierungen oder sowas anguckt, dann steht da meistens was von der Word-Adressierung. In einem Block werden immer Words adressiert und dann werden doch Bytes adressiert. Im Endeffekt ist es voll egal. Weil im Endeffekt wird immer dasselbe adressiert. Wenn wir davon ausgehen, es werden Bytes adressiert, dann brauchen wir uns um die Words nicht zu kümmern. Wenn es aber heißt, dass die minimale adressierbare Einheit ist ein Word, dann ist das alles ein bisschen anders. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir hätten jetzt hier noch die... Ich mache das jetzt nochmal nur für einen. Das heißt, in einem Word haben wir 4 Bytes. Ich mache mal hier so einen Pfeil hin. Bytes. Das sind 4 Bytes. Okay. Und das hier ist ein Word. Ein Word. So. Wenn wir jetzt von der Adressierungsperspektive ausgehen, können wir sagen, okay, die kleinste Einheit, die wir adressieren wollen, sind 4 Bytes. Also, Entschuldigung. Die kleinste Einheit, die wir adressieren wollen, ist nur ein Byte. So, ein Byte. Dieses eine Byte wollen wir adressieren. Dieses eine Byte. So. Dann machen wir auch mal den Pfeil hier richtig. Das ist nämlich so schnell wegradiert. Das ist nämlich, das hier ist ja alles 4 Bytes. Und das ist eben auch ein Word. Das ist ja im Grunde dasselbe. Gut, aber es geht jetzt nur um dieses eine Byte. Und innerhalb dieses Words wollen wir dieses eine Byte adressieren. Es gibt 4 Bytes in einem Word. Das heißt, wir wollen eins von 4 verschiedenen Adressen adressieren. Also jedes Byte hat ja eine Adresse und eins davon wollen wir adressieren. Und genauso wie wir jetzt hier mit den 16, bei den 16 Bytes hatten wir ja 4 Bit gebraucht, hier 4 Bit gebraucht, um das alles zu adressieren. Und bei 4 Bytes, wenn wir nur 4 Bytes haben, brauchen wir eben nur, ich mach's mal so hier hin, brauchen wir nur 2 Bit, um das zu adressieren. So, das heißt, wir merken uns einfach mal 2 Bit für die Adressierung von einem dieser 4 Bytes. Und jetzt geht's weiter. Die nächstgrößere Einheit sind ja die Words, in die wir es jetzt eingeteilt haben. Das heißt, wir haben 4 Words in diesem einen Block. 4 Words. So. Um 4 Words zu adressieren, also um zu sagen, ob ich hier bin, oder hier bin, wie gesagt, 4 Words, brauche ich auch wieder, genau wie unten, 2 Bit. Ist es irgendwie ungünstig, wenn ich jetzt in Rot weiterschreibe? Ich hoffe nicht. Ich mache es mal wieder auf Schwarz. So schnell nachgezogen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was ist denn die nächstgrößere Einheit? Die nächstgrößere Einheit wäre, das versaue ich mir natürlich jetzt alles hier, ist dieser ganze Block. Das heißt, die nächstgrößere Einheit ist ein Block.
Das heißt, einer von diesen 64 Blöcken. Das heißt, ich frage mich, bin ich hier? Bin ich hier? Bin ich hier? Bin ich hier oder in dem einen dazwischen oder bin ich hier? Und das sind 64, diese Blöcke. Da hatten wir vorher schon ausgerechnet, 64 Adressen. Hier, das ist dieses hier. Ich will es jetzt nicht einrahmen, sonst sieht man gar nichts mehr. Braucht man 6 Bits. So, und wenn wir jetzt mal zusammenfassen, wir brauchen, um ein Byte zu adressieren, brauchen wir 2 Bit. Um eines dieser 4 Words zu adressieren, brauchen wir auch 2 Bit. Und um einen der Blöcke zu adressieren, brauchen wir 6 Bit. Und dann sehen wir, dass es so aussieht, wie als ob ein Kind mit Fingerfarben gemalt hätte. Oh Mann. So, aber was man hier rauserkennen kann, eine neue Farbe, sind, dass wir 4, oh, ich mach's jetzt hier mal ganz dick, wir brauchen 4 Bit, um innerhalb eines Blocks rauszufinden, wo wir eigentlich hinwollen. Weil wir brauchen 2 Bit, um hier oder hier hinzukommen. Und dann brauchen wir nochmal 2 Bit, um hier was zu machen. Also um hier dann hinzukommen. Und wir hatten ja vorher festgestellt, als wir nur über die Bytes gesprochen haben, über diese 16 Bytes, für 16 Bytes braucht man ja 4 Bit, um das zu adressieren. Und jetzt stellen wir fest, diese 4 Bit und diese 4 Bit oder diese 2 Bit und diese 2 Bit, diese 2 Bit und diese 2 Bit zusammen sind 4 Bit. Also das ist eigentlich dasselbe, obwohl wir hier irgendwie von Words gesprochen haben. Das heißt, wenn es um Byte-Adressierung geht, dann ist es eigentlich völlig egal mit den Words. Da braucht man sich mit den Words überhaupt nicht irgendwie verrückt machen zu lassen. Es würde nur dann wichtig werden, wenn gesagt würde, dass nur ein Word mindestens adressierbar ist. Dann wäre es wieder wichtig, weil in einem Word ja mehrere Bytes drin sein können. Gut, aber dann will ich es erstmal dabei belassen und ich hoffe, man hat das einigermaßen verstanden, was ich hier zu meinem Besten gegeben habe. Bis dann.